So, ihr Lieben, wir sind hier in der Baustelleinrichtung angekommen für das Portal zum Flughafen Bahnhof Abzweig, und zwar ist der da drüben. Ja, von da drüben aus in ganz weiter Ferne, da ist auch dann das Filterportal, dann geht es oberirdisch etwas über das Feld entlang der A8 weiter, und der ein oder andere Zug wird dann über den Flughafen dann auch anfahren und wieder ausfahren. Die Ausfahrt habe ich euch ja jetzt eben gezeigt. Jetzt sind wir hier in der Einfahrt, und was sich hier auch in den letzten Monaten getan hat, das Betonwerk hier ist im vollen Einsatz. Die Mischer drehen sich, werden hier beladen und dann geht's hinab in den Tunnel für die Absicherung des Gebirges. Tunnelbau, man gräbt sich nach vorne, ankert ihn, sichert ihn, Spritzbeton rein, und dann später kommt dann die eigentliche Tunnelhülle, Wand, wie auch immer. Wir laufen gleich die Brücke noch etwas nach oben. Wir drehen uns hier mal noch ein bisschen um. Und dann habt ihr ja in meinen anderen Videos gesehen, wie dieses hier entstanden ist. Und wenn ihr denkt, die Feuerwehr hier und der Rettungsdienst, der Flughafenfeuerwehr, verfolgt uns oder wir verfolgen die, nein, das ist nicht so. Die haben heute hier anscheinend eine große Übung, fahren hier jede Stelle an, die zu ihrem Aufgabengebiet gehört. Sei es Hotels, sei es auch diese Einrichtungen. So, das ist nochmal Blickrichtung Filterportal. Wir laufen jetzt mal die Brücke gleich weiter hoch. Hier kommt ein Dinosaurier. Okay, ein Mammut. Sag mal, bis gleich. Ja, hier sieht man sehr schön den Einschnitt ins Gelände. Da geht es dann tief hinunter unter dem Rohr, und dann fängt das Portal an. Zwei Tunnelröhren unterqueren die Autobahn in Richtung Flughafen Piazza. Dort entsteht, wie gesagt, der neue Bahnhof unterirdisch.
bis der gebaut ist, dauert es eine Weile. Jedenfalls von hier aus ist dann der Angriff. Hier wird auch der ganze Abraum rausgeholt. Dann da drüben verteilt oder abgeladen und dann auf LKWs und abtransportiert. Nochmal einen kleinen Schwenk nach drüben. Und auch hier jetzt dann die Neubaustrecke, dass man sich's vorstellen kann für die Leute, die neu auf dem Kanal sind. Unterm Parkhaus Bosch unten durch und dann Richtung Ulm geht's da weiter. Ja, jetzt werden wir wieder eine kleine Wanderung vornehmen und dann irgendwann mal da hinten am Filterportal ankommen. Ich sag mal, bis später. Ciao. So ihr Lieben, ich bin auch mittlerweile am Ende meiner Tour heute angekommen. Wir befinden uns mittlerweile hier am Filterportal. Ja, und was erblicken hier meine Augen? Hier ist so ein Selbstläufer, der Schweres vorhat. Ich kann euch leider nicht sagen, was demnächst hier transportiert werden soll oder hierher gebracht worden ist. Jedenfalls, dieses Teil kennen wir ja vom Versetzen der Brücke U6. Und hier fährt der nächste Mischer hier rüber zur Betonpumpe. Und wie ich in meinem anderen Video gesagt hatte, hier wird heute fleißig betoniert an der Mittelwand. Es gibt ja hier vier Wände zur Auslaufzone für die Bahntrasse aus dem Filterportal heraus und hier wird fleißig betoniert und wie man sieht, hier ist auch schon sehr viel jetzt mittlerweile fertig. Hier vorne gibt es noch eine kleine Lücke, da muss noch die Verschalung dran, armiert ist es. Da ist verschalt und da wird auch heute betoniert. Also, dann haben wir das heute auch im Kasten. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag. Das Zügle übrigens da drüben, was den Abraum beziehungsweise was den Beton reingefahren hat, nicht den Abraum. Der Abraum ist ja über Förderbänder rausgebracht worden. Da drüben stehen noch die Loks. Ja, die warten auf ihren neuen Einsatz. Irgendwo wieder, irgendwann. Nochmal kleine Linkskurve. Ja, da hinten ist wieder der Abraum aus dem Tunnel. Portal Filter unter der Autobahn Richtung Flughafen. Ja, und hier Baustelleneinrichtung wird demnächst auch hier alles fertig sein.
Und was mir hier aufgefallen ist, hier ist gerade die Wiese frisch gemäht worden. Und da hinten ist auch aufgeräumt worden. Zum letzten Mal, beim letzten Mal standen hier noch ganz viele Fahrzeuge. Und das ist jetzt erledigt. Und mit diesen Bildern da oben verabschiede ich mich für heute. Sag allen noch einen schönen Tag und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, sagt der Mario vom S21 Bau TV Team. Ciao.